Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist Gendermedizin und im Rahmen der Gendermedizin ist Rauchen für Frauen schädlicher. Als Gast darf ich Frau Professor Ilka Ott begrüßen. Sie ist Chefärztin der Klinik Medizin 1 im Städtischen Klinikum Pforzheim, so hieß es früher, Kardiologin. Frau Professor Ott, ist Rauchen für Frauen in der Tat schädlicher? Ja, das ist ja eine ganz interessante Frage. Ich meine, wenn man sich nochmal anschaut, insgesamt ist es ja so, dass Männer häufiger rauchen, dass sich aber jetzt inzwischen durch die ganze Aufklärung doch die Männer mehr rauchen aufhören, auch die jungen Männer weniger anfangen, aber junge Frauen rauchen dafür mehr. Wenn man sich jetzt anschaut, Rauchen ist natürlich der Hauptrisikofaktor für die Arteriosklerose, also sehr wichtig. Wie sieht es jetzt aus mit einem Raucher und einer Raucherin? Wie ist da das Risiko? Und da zeigt sich doch, dass die Raucherin ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, einem sogenannten ST-Hebungsinfarkt, da ist das Rauchen als Risikofaktor sehr wichtig und die Raucherin hat ein 13-fach erhöhtes Risiko, so einen Myokardinfarkt zu bekommen, während der Raucher nur ein 8,6-fach erhöhtes Risiko hat, einen ST-Hebungsinfarkt zu bekommen. Das heißt, das Rauchen ist natürlich ganz wichtig und gerade für Frauen sollte die Nikotinkarenz entscheidend sein. Interessant ist auch noch, wenn man sich die Daten anschaut zur Raucherentwöhnung, da sind es auch die Frauen, die nicht so gut abschneiden. Die Männer schaffen das besser mit der Raucherentwöhnung als die Frauen. Aber es wird doch immer gesagt, dass gerade die Frauen bis zur Menopause geschützt seien. Deshalb rauchen ja auch viele Frauen auch in diesem Alter. Aber sie sagen, ich habe damit kein Problem. Gut, ich denke, da muss man bei den verschiedenen Risikofaktoren unterscheiden. Wenn man zum Beispiel die arterielle Hypertonie, also den Bluthochdruck betrachtet, so stimmt es, dass Männer, jüngere Männer mehr häufiger Bluthochdruck haben, aber Frauen, die über 60 sind, also postmenopausal, haben mehr Bluthochdruck und bei den Frauen ist auch der erhöhte Blutdruck ein Hauptrisikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, also für den Herzinfarkt. Und er ist auch assoziiert mit einer erhöhten Sterblichkeit. Also noch mehr bei Frauen als bei Männern. Noch mehr bei Frauen. Wie ist es denn mit dem Cholesterin? Da ist es auch ganz interessant, die jüngeren Frauen, also vor der Menopause, sind geschützt, die haben bessere Lipidwerte als die Männer. Nach der Menopause gleicht sich das an. Wenn man da aber anschaut, Einstellung von den Cholesterinwerten, da fällt einem auf, dass bei Frauen werden die Cholesterinwerte nicht so häufig bestimmt und auch die Einstellung mit Medikamenten erfolgt nicht so konsequent wie bei Männern. Da ist jetzt unklar, worauf das beruht. Das kann natürlich auch mit Arzneimittelnebenwirkungen zu tun haben. Zum Beispiel Statine sind ein wichtiges Medikament zur Cholesterinsenkung. Die werden häufiger auch von Frauen abgesetzt wegen Unverträglichkeit. Was ist denn so ein Grenzwert von Cholesterin, wo Sie sagen würden, da würde ich, auch wenn keine familiäre Belastung vorliegt, bei einer Frau sagen, das muss behandelt werden? Da ist es inzwischen ganz wichtig, eine Risikostratifizierung vorzunehmen, wenn Sie den Cholesterinwert evaluieren. Und gerade da spielen dann andere Risikofaktoren eine wichtige Rolle. Es spielt eine wichtige Rolle, raucht der Patient, hat er einen Diabetes. Dann ist das Alter natürlich der Hauptrisikofaktor. Der ältere Patient hat ein höheres Risiko. Und es spielt auch noch eine Rolle, ob der Patient bereits eine kardiovaskuläre Erkrankung besitzt. Aber einen richtigen numerischen Grenzwert würden Sie jetzt nicht sehen, oder? Ich würde immer mehr den individuellen Patienten anschauen mit dem spezifischen Risikoprofil. Zum Beispiel, um eine Zahl zu nennen, ein Patient mit Herzinfarkt, der auch noch sehr jung sein kann, da muss das LDL-Cholesterin kleiner 55 sein. Andere Frage ist natürlich Lifestyle, also Bewegungsmangel, Übergewicht. Ist da etwas auch bei den Frauen besonders? Man muss noch mal überlegen, dass viele Frauen natürlich adipös sind. Die Adipositas führt dazu, dass sie auch vermehrt Entzündungsmediatoren im Körper bilden. Das interferiert auch mit Herzerkrankungen. Man weiß auch aus großen Studien, dass Frauen häufiger, also weniger Bewegung machen als junge Männer insbesondere. Wenn man sich aber dann überlegt, die Patienten, die einen Herzinfarkt bereits bekommen haben,
Da ist es dann so, dass die Frauen besser abschneiden. Die Frauen führen konsequenter ihre Diät durch und haben dann auch mehr Bewegung, machen mehr Sport als die Männer. Wie viel Sport muss denn eine Frau treiben, damit sie, sagen wir mal, geschützt ist von einem Herzinfarkt oder einer kardiovaskulären Erkrankung? Ich denke, das sind die allgemeinen Richtlinien, dreimal die Woche. Halbe Stunde. Regelmäßig. Wunderbar. Also vielen Dank, Frau Wosser-Ott. Ich hoffe, wir haben gelernt, wie wir mit unseren Risikofaktoren umgehen können. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Bleiben Sie gesund.